Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute mit mir den Riffelberg besteigen wollen. Ich lese Ihnen einen Text aus dem Buch von Mark Twain, Bummel durch Europa, das ich Ihnen übrigens auch das ganze Buch möchte ich Ihnen gerne empfehlen. Und jetzt legen wir schon los. Dazu muss ich noch als Einleitung sagen, im März 1878 machte sich Mark Twain zusammen mit seinem Reisebegleiter Mr. Harris auf den Weg nach Europa, um eben dieses zu Fuß zu durchwandern. Und unter anderem bereiste er auch mein Heimatland, die Schweiz. Und genau da wollen wir heute starten. Zu sagen ist noch, dass die Besteigung des Riffelbergs mehrere Tage in Anspruch nahm und ich erlaube mir deswegen, die Nachtruhe der Wanderer jeweils schamlos auszunutzen für eine eigene kleine Rast. Ich bin sicher, Sie erlauben mir die. Der Ich-Erzähler ist ab jetzt Mark Twain. Wir trafen um 3 Uhr nachmittags in Zermatt ein und befanden uns endlich im Herzen der Bergsteigerheimat. Alles um uns her bewies es. Die Schneegipfel befleißigten sich nicht mehr aristokratischer Zurückhaltung, sondern rückten auf freundschaftliche, gesellige Art dicht heran. Unsere Bergführer, die wir auf der Gemmi angeheuert hatten, waren schon in Zermatt, als wir dort eintrafen. Nichts hinderte uns also daran, mit einem Abenteuer zu beginnen. Wir brauchten nur noch Zeit und Ziel festzusetzen. Ich beschloss, meinen ersten Abend in Zermatt zum Zwecke der Vorbereitung dem Studium des alpinen Bergsteigens zu widmen. Als ich meine Lektüre beendet hatte, war ich nicht mehr ich selber. Ich war verzückt und benommen, erhoben und berauscht von den fast unglaublichen Gefahren und Abenteuern, bei denen ich die Verfasser begleitet und von den Triumphen, an denen ich teilgenommen hatte. Eine Zeit lang saß ich schweigend da und dann wandte ich mich zu Harris und sagte: »Mein Entschluss steht fest.« Mein Tonfall ließ ihn aufhorchen und als er mir in die Augen sah und las, was dort geschrieben stand, wurde sein Gesicht merklich blass. Er zögerte einen Augenblick, dann sagte er: »Sprechen Sie.« Ich antwortete mit vollkommener Gelassenheit: »Ich werde den Riffelberg besteigen.« Mein armer Freund hätte nicht plötzlicher vom Stuhl fallen können, wenn ich auf ihn geschossen hätte. Aber ich verschloss meine Ohren gegen alles, was er sagte. Als er schließlich merkte, dass nichts meinen Beschluss umstoßen konnte, hörte er auf, mich zu bestürmen. Und lange Zeit wurde unser Schweigen nur von seinem Schluchzen unterbrochen. Ich saß, den Blick ins Leere gerichtet, in steinharter Entschlossenheit da, denn im Geiste rang ich bereits mit den Gefahren der Berge. Endlich warf sich mein Freund in einer liebevollen Umarmung auf mich und rief mit versagender Stimme: »Ihr Harris wird sie nie verlassen, wir werden zusammen sterben.« Wie immer in Zermatt, wenn eine große Besteigung bevorsteht, vergaß alles, Einheimische wie Fremde, vorübergehend jegliches eigene Vorhaben und verschaffte sich einen guten Platz, um den Aufbruch zuzuschauen. Die Expedition umfasste 198 Personen einschließlich der Maultiere oder 205 einschließlich der Kühe. Hier ist die Aufstellung. Leitende Teilnehmer: ich, Mr. Harris, 17 Bergführer, 4 Ärzte, 1 Geologe, 1 Botaniker, 3 Geistliche, 2 Zeichner, 15 Buffetiers, 1 Latinist. Untergebene: 1 Veterinär, 1 Butler, 12 Kellner, 1 Lakai, 1 Barbier, 1 Chefkoch, 9 Gehilfen, 4 Pastetenbäcker, 1 Zuckerbäcker. Transportwesen: 27 Träger, 44 Maultiere, 44 Maultiertreiber, 7 Kühe, 3 Wäscherinnen und Büglerinnen für Grobwäsche, 1 Ditto für Feinwäsche, 2 Melker. Zusammen macht das 154 Leute, 51 Tiere, summa summarum 205. Vorräte: 16 Schinken, 2 Fässer Mehl, 22 Fässer Whisky, 1 Fass Zucker, 1 Fässchen Zitronen, 2000 Zigarren, 1 Fass Pasteten, 1 Fass Fleischkuchen, 143 Krücken,
2 Fässer Arnika, 1 Ballen Zupflinnen, 27 Fässchen Opiumtinktur. Ausrüstung: 25 Sprungfedermatratzen, 2 Rosshaarmatratzen, dazu Bettzeug, 2 Mückennetze, 29 Zelte, wissenschaftliche Instrumente, 97 Eispickel, 5 Kisten Dynamit, 7 Kanister Nitroglycerin, 22 Leitern, a 12 Meter, 3 Kilometer Seil, 154 Regenschirme. Ich befahl dem obersten Bergführer, Leute und Tiere in einer Reihe mit jeweils 4 Meter Abstand voneinander Aufstellung zu nehmen und sie allesamt an ein starkes Seil zu binden. Er wandte ein, dass die ersten 3 Kilometer flach wie ein Brett seien und mehr als genug Platz böten und man vom Seil nur an sehr gefährlichen Stellen Gebrauch mache. Aber ich ließ den Einwand nicht gelten. Meine Lektüre hatte mich gelehrt, dass viele schwere Unfälle in den Alpen nur darum geschehen waren, weil man die Leute nicht früh genug angeseilt hatte. Ich hatte nicht die Absicht, der Liste einen weiteren hinzuzufügen. Der Führer fügte sich daraufhin meiner Anweisung. Als der Zug dann angeleint und marschbereit in »Rührt euch Haltung« dastand, bot er einen Anblick, wie ich einen trefflicheren noch nicht gesehen hatte. Er war 936 Meter lang, also fast 1 Kilometer. Alles außer Harris und mir waren zu Fuß und jeder trug seinen grünen Schleier, seine blaue Schutzbrille, seine Leine aufgerollt über der Schulter, sein Eisbeil im Gürtel, seinen Alpenstock in der linken Hand, seinen Regenschirm zusammengerollt in der rechten und seine Krücken an einer Schnur auf dem Rücken. Die Lasten der Packesel und die Hörner der Kühe waren mit Edelweiß und Alpenrosen geschmückt. Ich und mein Reisebegleiter waren die einzigen Berittenen. Wir befanden uns auf dem gefährlichen Posten, ganz hinten, und waren mit sicheren Leinen an je 5 Bergführern festgebunden. Wir hatten uns aus Sicherheitsgründen sehr kleine Esel als Reittiere gewählt. Ja, also im Augenblick der Gefahr konnten wir die Beine strecken und aufstehen und den Esel unter uns weitergehen lassen. Aber trotzdem kann ich dieses Tier nicht empfehlen, wenigstens nicht für reine Vergnügungsausflüge, denn seine Ohren versperren die Aussicht. Ich und mein Reisebegleiter besaßen zwar die vorschriftsmäßige Bergsteigertracht, beschlossen jedoch, sie nicht anzulegen. Aus Ehrerbietung gegenüber den zahlreichen Reisenden beiderlei Geschlechts, die sich vor dem Hotel versammeln würden, um uns vorbeiziehen zu sehen, beschlossen wir, den Anstieg im Abendanzug zu unternehmen. »15 Minuten nach 4 erteilte ich den Befehl zum Abmarsch und meine Untergebenen gaben ihn nach vorne durch. Die große Menschenmenge vor dem Hotel Monte Rosa teilte sich unter Hochrufen, als der Zug sich näherte, und als die Spitze vorbei defilierte, kommandierte ich: »Abrotzen! Fertig! Hist!« Und wie mit einer einzigen Bewegung ging 1 Kilometer von Regenschirmen hoch. So etwas hatte man in den Alpen noch nicht gesehen. Der Beifall, den er hervorrief, erfreute mich zutiefst und ich ritt mit gezogenem Zylinder vorbei, um meine Wertschätzung zu bezeugen. Anderes Zeugnis vermochte ich nicht zu geben, denn zum Sprechen war ich zu bewegt. Wir tränkten die Karawane in dem kalten Bach, der am Ende des Dorfes durch einen Trog sprudelt, und bald danach ließen wir die Stätten der Zivilisation hinter uns. Der Weg führte uns nun in leichtem Anstieg über frisches, grünes Gras zur Kirche von Winkelmatten. Ohne mich mit einer Besichtigung dieses Bauwerks aufzuhalten, führte ich ein Flankenmanöver nach rechts aus und überquerte die Brücke über den Findelenbach, nachdem wir sie auf ihre Haltbarkeit hin geprüft hatten. Von hier aus schwenkte ich abermals nach rechts und betrat alsbald ein einladendes Stück Weideland, das bis auf ein paar verlassene Hütten am äußersten Ende leer stand. Diese Wiesen gaben einen vortrefflichen Lagerplatz ab. Wir schlugen unsere Holzzelte auf, aßen, richteten einen ordentlichen Wachdienst ein, zeichneten die Ereignisse des Tages auf und gingen zu Bett. Die erste Rast. Ugh.
Um 2 Uhr in der Früh standen wir auf und kleideten uns bei Kerzenlicht an. Es war eine elende und frostige Angelegenheit. Ein paar Sterne leuchteten, aber der Himmel im Allgemeinen war bedeckt und der gewaltige Schaft des Matterhorns in düstere Wolkenfahnen gehüllt. Der oberste Bergführer riet zum Verweilen. Er sagte, er rechne mit Regen. Wir warteten bis 9 und brachen dann bei klarem Wetter auf. Unser Weg führte uns einige fürchterliche Steilhänge hinauf, die dicht mit Lärchen und Zedern bewaldet waren und von Pfaden gekreuzt wurden, die der Regen ausgewaschen hatte, so dass sie voll hinderlicher loser Steine lagen. Doch nicht genug der Gefahr und Unbequemlichkeit. Wir begegneten noch dazu dauernd zurückkehrenden Touristen zu Fuß oder zu Pferde. Und nicht weniger beständig wurden wir von aufsteigenden Touristen bedrängt und hin und her gestoßen, die es eilig hatten, an uns vorbeizukommen. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Um die Mitte des Nachmittags ließen die 17 Bergführer halten und hielten eine Beratung ab. Nachdem sie eine Stunde beraten hatten, blieb ihr anfänglicher Verdacht bestehen. Das heißt, sie glaubten, dass sie sich verirrt hatten. Ich fragte sie, ob sie es nicht wüssten. Nein, sagten sie, sie könnten einfach nicht wissen, ob sie sich verirrt hätten oder nicht, da keiner von ihnen schon jemals zuvor in dieser Gegend gewesen sei. Ihr Instinkt sagte ihnen, dass sie sich verirrt hätten, aber sie hätten keine Beweise, außer dass sie nicht wüssten, wo sie seien. Wir waren schon seit einiger Zeit keinen Touristen mehr begegnet und das hielten sie für ein verdächtiges Zeichen. Da saßen wir wahrhaftig in einer bösen Klemme. Die Führer waren natürlich nicht gewillt, alleine loszuziehen und einen Ausweg aus der schwierigen Lage zu suchen, also machten wir uns alle zusammen auf. Wir marschierten nicht den Berg hinauf, sondern um ihn herum, nämlich in der Hoffnung, den alten Pfad wiederzufinden. Bei Einbruch der Nacht, als wir vollkommen erschöpft waren, stießen wir auf einen Felsblock, der fast so groß war wie eine Sennhütte. Dieses Hindernis nahm den Leuten den letzten Mut und Furcht und Verzweiflung griffen um sich. Sie jammerten und weinten und sagten, sie würden ihr Zuhause und ihre Lieben nie wiedersehen. Dann fingen sie an, mir Vorwürfe zu machen, dass ich sie auf diese Expedition mitgenommen hatte. Einige stießen sogar Drohungen gegen mich aus. Ja, dies war nicht die Zeit, Schwäche zu zeigen. Also hielt ich eine Rede, in der ich sagte, auch andere Alpensteiger hätten sich schon in solch einer gefährlichen Lage befunden und seien ihr doch mit Mut und Ausdauer entronnen. Ich versprach ihnen, dass ich ihnen zur Seite stehen würde. Ich versprach ihnen, sie zu retten. Ich schloss mit dem Hinweis, dass wir ausreichend Vorräte für eine recht lange Belagerung hätten. Und ob sie etwa glaubten, Zermatt werde 1 Kilometer von Leuten und Maultieren eine nennenswerte Zeit lang geheimnisvoll verschwinden lassen, einfach so vor der Nase weg, ohne Nachforschung anzustellen. Nein, Zermatt würde Suchtruppen aussenden und uns retten. Die Ansprache erzielte eine große Wirkung. Die Männer schlugen fast fröhlich ihre Zelte auf und wir lagen behaglich eingerollt, als die Nacht sich über uns senkte. Nun heimste ich übrigens die Belohnung für meine kluge Planung ein. Ich meine die Opiumtinktur. Ohne diese wohltätige Droge hätte keiner der Männer in dieser schrecklichen Nacht auch nur einen Augenblick geschlafen. Ohne diesen sanften Zwang hätten sie sich allesamt die ganze Nacht hindurch unruhig hin und her gewälzt, denn der Whisky war für mich. Oh ja, sie wären untauglich für ihre Aufgabe am nächsten Morgen aufgestanden. So aber schliefen alle, nur mein Reisebegleiter und ich nicht. Ich gestatte es mir nicht, in solch einer Lage zu schlafen. Ich fühlte mich für das Leben all dieser Leute verantwortlich. Ich wollte zu Hand und bereit sein, wenn eine Lawine kam. Alle Mann standen um 2 Uhr in der Frühe auf und frühstückten, sobald alles hell wurde. Und dann seilten wir uns aneinander und gingen diesen Felsblock an. Eine Weile wussten wir nicht, was wir machen sollten. Dann fielen jemanden die Leitern ein. Eine davon wurde an den Felsen gelehnt und die Männer kletterten zu Paaren zusammengebunden an ihr hoch. Und eine zweite Leiter wurde hinaufgereicht zum Gebrauch beim Abstieg. Nach einer halben Stunde war alles hinüber und der Felsen bezwungen. Wir erhoben unser erstes lautes Triumphgeschrei, aber
Die Freude dauerte nicht lange, denn jemand fragte, wie wir denn jetzt die Tiere hinüberschaffen sollten. Dies war wirklich eine ernste Schwierigkeit, ja. Es war eine Unmöglichkeit. Sofort begann der Mut der Männer zu schwanken, abermals drohte uns eine Panik. Aber als die Gefahr am allergrößten war, wurden wir auf wundersame Weise gerettet. Ein Maultier, das von Anfang an Aufsehen erregt hatte wegen seiner Neigung zum Experimentieren, versuchte, einen 5-Pfund-Kanister Nitroglycerin zu fressen. Ja, dies geschah unmittelbar neben dem Felsblock. Die Explosion warf uns alle zu Boden und überschüttete uns mit Erde und Gesteinschutt. Dennoch waren wir dankbar, denn der Felsblock war weg. Die Explosion konnte man bis Zermatt hören und anderthalb Stunden später wurden viele Bewohner dieses Städtchens von herabfallenden, hartgesottenen Maultierfleischbrocken niedergestreckt und ernstlich verletzt. Dies zeigt übrigens deutlicher als irgendeine Schätzung in Zahlen, wie hoch der Experimentierende flog. Bei Einbruch der Nacht waren alle Tiere der Karawane auf der anderen Seite und wir sanken alle erschöpft in die Federn. Was für eine Aufregung. Endlich eine Rast. Schlupf unter die Deck. Am nächsten Morgen zogen wir eine Zeit lang guten Mutes weiter, obwohl unser Weg beschwerlich war und wir nur langsam vorwärts kamen, denn das Gelände war steil und steinig und der Wald sehr dicht. Aber schließlich breitete sich wieder dumpfe Verzweiflung über die Gesichter der Männer aus. Die Tatsache, dass wir immer noch keinem Touristen begegnet waren, war ein nur allzu bedeutsamer Beweis dafür, dass wir uns verirrt hatten. Entmutigung griff um sich. Es musste etwas geschehen, und zwar schnell. Zum Glück bin ich nicht unfruchtbar im Ersinnen von Hilfsmitteln. Ich nahm 1200 Meter Seil, band ein Ende einem der Bergführer um den Leib und trug ihm auf, loszugehen und den Weg zu suchen, während die Karawane zurückblieb und wartete. Ich wies ihn an, im Falle eines Fehlschlags mit Hilfe des Seils zu uns zurückzukehren. Im Falle des Erfolgs sollte er mehrmals heftig an dem Seil rucken, woraufhin die Expedition sofort nachkommen würde. Er brach auf und war nach 2 Minuten zwischen den Bäumen verschwunden. Ich steckte die Leine persönlich aus, während alles gespannt das hinkriechende Ding beobachtete. Das Seil krabbelte manchmal recht langsam davon und manchmal auch ein bisschen munterer. Aber als schließlich fast 1 Kilometer Seil davongespurt war, hörte die Leine auf zu gleiten und stand vollkommen still. 1 Minute? 2 Minuten? 3? Während wir darauf starrten und den Atem anhielten, machte der Führer Rast? Suchte er von einer hohen Stelle aus das Gelände ab? Halt, war er am Ende von einem Übermaß an Erschöpfung und ängstlicher Sorge ohnmächtig geworden? Der Gedanke jagte uns einen ganz schönen Schrecken ein. Ich war gerade dabei, eine Expedition zu seiner Rettung auf den Weg zu schicken. Da wurde mehrmals hintereinander mit solcher Besessenheit an dem Seil geruckt, dass ich es kaum festhalten konnte. Das Hurra, das sich da erhob, tat dem Herzen wohl. Gerettet, gerettet, war das Wort, das von einem Ende der Karawane bis zum anderen widerhallte. Wir erhoben uns und marschierten sofort ab. Als wir unsere Schätzung nach etwa 800 Meter hinter uns gebracht hatten, rechneten wir damit, jeden Augenblick den Führer vor uns zu erblicken. Aber nein, er war nirgends zu sehen und das Seil bewegte sich immer noch. Uns blieb nichts anderes übrig, als weiter zu stapfen und nach 3 Stunden stapften wir immer noch. Es war nicht nur rätselhaft, sondern sehr ermüdend, denn wir hatten mit aller Kraft versucht, den Führer einzuholen und uns dabei vergeblich abgearbeitet. Um 3 Uhr nachmittags waren wir fast zu Tode erschöpft und immer noch glitt das Seil langsam davon. Eine Meuterei brach aus, die Männer weigerten sich, noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie forderten, dass das Seil an unserem Ende an einem Baum festgemacht werde, damit wir den Führer zum Halten brächten, bis wir ihn einholen und erschlagen könnten.
Es war keine unbillige Forderung, also gab ich den Befehl dazu. Sobald die Leine festgebunden war, marschierte die Expedition weiter. Mit jener Bereitwilligkeit, die der Durst nach Rache gewöhnlich mit sich bringt. Aber nach einem beschwerlichen Marsch von fast einem Kilometer stießen wir auf einen Berg, der dick mit zerbröckelndem Felsgeröll bedeckt und so steil war, dass keiner von uns allen in der Verfassung war, ihn zu erklettern. Ich kommandierte: Ganze Abteilung kehrt! Und ließ die Karawane in Marschordnung Aufstellung nehmen. Dann machte ich das Schleppseil an dem letzten Maultier fest und gab das Kommando: Im Gleichschritt, halbrechts schwenkt, vorwärts Marsch! Der Zug setzte sich unter den eindrucksvollen Klängen eines Schlachtgesangs in Bewegung und ich dachte bei mir, wenn das Seil nicht reißt, dann wird das ja wohl diesen Führer ins Lager zurückholen. Ich beobachtete das herabgleitende Seil und plötzlich, als ich schon ganz auf Triumph eingestimmt war, sah ich mich einer herben Enttäuschung gegenüber. Kein Führer hing am Ende des Seils, sondern nur ein entrüsteter alter Ziegenbock. Wir fanden heraus, dass dieser Führer uns im Stich gelassen hatte, sobald er einen knappen Kilometer voraus war. Damit kein Verdacht aufkam, hatte er sich gesagt, dass es das Beste sei, wenn das Seil sich weiter bewegte. Also fing er den Ziegenbock ein und als er auf ihm hockte und das Seil an ihm festband, das waren wahrscheinlich genau die Minuten, da wir glaubten, er liege von Erschöpfung und Elend überwältigt, ohnmächtig da nieder. Als er dann den Ziegenbock wieder losließ, raste der hin und her in dem Bemühen, sich von dem Seil zu befreien. Das war das Signal, dem zu folgen wir uns unter allerhand Freudenrufen erhoben hatten. Wir waren den ganzen Tag über im Kreis hinter diesem Ziegenbock hergelaufen. Eine Vermutung, die durch die Entdeckung bewiesen wurde, dass wir die Expedition in 7 Stunden 7-mal an ein und derselben Quelle gedrängt hatten. Als erfahrener Waldläufer, der ich bin, hätte mir das natürlich auffallen müssen, aber es war mir irgendwie entgangen, bis meine Aufmerksamkeit durch eine Sau darauf gelenkt wurde. Diese Sau wälzte sich jedes Mal an der Quelle im Schlamm und da sie die einzige Sau war, die wir sahen, brachten mich ihr häufiges Auftauchen und dazu ihr niemals sich ändernde Ähnlichkeit mit sich selber auf den Gedanken, dass sie dieselbe Sau sein musste. Und dies wiederum führte mich zu dem Schluss, dass es ebenfalls dieselbe Quelle sein musste, was dann ja auch tatsächlich zutraf. Ich notierte mir diese Merkwürdigkeit, zeigte sie doch aufs Erstaunlichste den Unterschied zwischen dem Verhalten eines Gletschers und dem Verhalten eines Schweines. Es gilt heute als fest erwiesen, dass Gletscher wandern. Ich bin der Ansicht, dass meine Beobachtungen mit ebenso großer Schlüssigkeit beweisen, dass ein Schwein in einer Quelle nicht wandert. Es würde mich übrigens freuen, hierzu die Meinungen anderer Beobachter zu erfahren. Aber um noch einmal kurz zu diesem Bergführer zurückzukehren, und dann ist er für mich auch wirklich erledigt. Nachdem er den Ziegenbock an das Seil gebunden hatte, war er eine Weile ziellos umhergeirrt und dann zufällig auf eine Kuh gestoßen. In der Vermutung, dass eine Kuh sich natürlich besser auskennen würde als er, packte er sie beim Schwanz und das Ergebnis gab seiner Vermutung recht. Die Kuh knapperte sich gemächlich bergabwärts, bis die Zeit zum Melken näher rückte. Und dann machte sie sich auf den Heimweg und zog ihn im Schlepp nach Zermatt. An dieser Stelle mitten in der Wildnis, zu der der Ziegenbock uns geführt hatte, schlugen wir unser Lager auf. Die Leute waren sehr, sehr erschöpft. Die Überzeugung, dass wir uns verirrt hatten, schwand über einem tüchtigen Abendschmaus aber dahin. Und bevor die Reaktion auch nur eine Chance hatte einzusetzen, lud ich die Männer mit Opiumtinktur auf und steckte sie ins Bett. Das war wieder ein aufregender Tag. Mensch, war er. Am nächsten Morgen war ich gerade dabei, unsere verzweifelte Situation zu überdenken,
und mir einen Ausweg einfallen zu lassen, da kam Harris mit einer Bedecker-Karte, die überzeugend dartat, dass der Berg, auf dem wir uns befanden, noch in der Schweiz lag. Ja, er lag ganz in der Schweiz. Wir hatten uns also doch nicht verirrt. Das war eine ungeheure Erleichterung. Es nahm mir die Last zweier solcher Berge von der Seele. Ich ließ die Nachricht sofort ausstreuen und die Karte für jedermann sichtbar anschlagen. Die Wirkung war wundervoll. Sobald die Leute mit ihren eigenen Augen sahen, dass sie wussten, wo sie waren und dass nicht sie selber, sondern nur der Gipfel abhanden gekommen war, wurden sie fröhlich und guter Dinge und sagten einstimmig, der Gipfel möge sehen, wo er bleibe, seine Verlegenheiten interessierten sie nicht. Nun, da unsere Not ein Ende hatte, beschloss ich, den Leuten eine Ruhepause im Lager zu gönnen und gleichzeitig der wissenschaftlichen Abteilung eine Gelegenheit zur Forschungsarbeit zu geben. Zuerst las ich den Barometerdruck ab, um unsere Höhe zu bestimmen, aber von einem Resultat konnte nicht recht die Rede sein. Aus meiner Lektüre wissenschaftlicher Werke wusste ich, dass entweder Thermometer oder Barometer abgekocht werden müsste, wenn sie genau anzeigen sollen, aber ich wusste nicht, welches von den beiden. Also kochte ich beide ab. Immer noch kein Resultat. Darauf untersuchte ich die Instrumente und entdeckte, dass sie mit wesentlichen Mängeln behaftet waren. Das Barometer hatte keinen Zeiger, nur den feststehenden Messingpfeil und die Kugel des Thermometers war mit Silberpapier vollgestopft. Ich hätte beide zu Fetzen kochen können, ohne auch nur zu dem geringsten Ergebnis zu kommen. Ich spürte ein anderes Barometer auf, es war neu und völlig in Ordnung. Ich kochte es eine halbe Stunde in einem Topf mit Bohnensuppe, die gerade von den Köchen zubereitet wurde. Und das Ergebnis war wirklich überraschend. Das Instrument blieb gänzlich unbeeinflusst, aber die Suppe hatte einen solch starken Barometergeschmack, dass der Chefkoch, der ein außerordentlich gewissenhafter Mensch war, ihren Namen auf dem Speisezettel änderte. Das Gericht mundete übrigens allen so sehr, dass ich dem Koch befahl, fortan jeden Tag Barometersuppe zu kochen. Ich hatte zu meiner Zufriedenheit demonstriert, dass es nicht anzeigen konnte, wie hoch ein Berg war, und damit war es für mich eigentlich nutzlos. Wetterumschläge konnte ich ja auch ohne Barometer voraussehen. Ich wollte nicht wissen, wann das Wetter gut werden würde, sondern wann es schlecht werden würde. Und das las ich an Harris Hühneraugen ab. Ja, also Harris hatte seine Hühneraugen am staatlichen Observatorium in Heidelberg prüfen und adjustieren lassen und man konnte sich vertrauensvoll auf sie verlassen. So, dann kochte ich das Thermometer ab und erhielt ein ganz vorzügliches Resultat. Das Quecksilber kletterte auf etwa 90 Grad Celsius. Nach Ansicht der anderen Wissenschaftler unserer Expedition zeigte dies an, dass wir die ungewöhnliche Höhe von 70.000 Meter über dem Meeresspiegel erklommen hatten. Die Wissenschaft setzt die Grenze des ewigen Schnees bei etwa 3.000 Meter über dem Meeresspiegel an. Es lag kein Schnee, wo wir waren. Folglich durfte als bewiesen gelten, dass die Grenze des ewigen Schnees irgendwo in etwa 3000 Meter Höhe aufhört und nicht wieder anfängt. Dies war ein sehr interessantes Faktum und dazu noch eins, das noch von keinem Beobachter zuvor beobachtet worden war. Und es war nicht nur interessant, sondern auch wertvoll, denn dank dieses Tatbestands würde man die verlassenen Gipfel der höchsten Alpenberge der Besiedlung und Beackerung zugänglich machen können. Hier zu sein erfüllte uns mit Stolz, aber es schmerzte uns zu denken, dass wir ohne den Ziegenbock noch 70.000 Meter höher hätten sein können. Das ist aufregend. Eine Erkenntnis jagt die andere. Am nächsten Morgen zogen wir erfrischt und guten Mutes weiter. Ich erinnere mich an diesen Tag mit besonderem Vergnügen, denn in seinem Verlauf sollte uns unser Weg wieder geschenkt werden. Ja, wir fanden den Weg wieder und zwar auf die außerordentlichste Weise.
Wir waren etwa 2,5 Stunden einhergestapft. Da stießen wir auf ein schieres Felsmassiv von etwa 7 Meter Höhe. Diesmal bedurfte ich nicht der Unterweisung durch ein Maultier. Ich kannte mich allmählich besser aus als jedes Maultier der Expedition. Ich brachte unverzüglich eine Ladung Dynamit an und sprengte diesen Felsen aus dem Weg. Aber ja, zu meiner Überraschung und zu meinem Verdruss musste ich feststellen, dass obenauf eine Sennhütte gestanden hatte. Ich stellte 116 Mann ab und sie bauten die Sennhütte aus ihren eigenen Trümmern in 15 Minuten wieder auf. Sie sah sehr viel malerischer aus als zuvor. Der Sen, dem übrigens nichts passiert ist, sagte: »Ihr befindet euch jetzt auf dem Fällistutz oberhalb Schwegmatten.« Aha, ich übersetze das schnell. Also wir befinden uns nun auf dem Fällistutz oberhalb Schwegmatten. Eine Auskunft, über die ich herzlich froh war, zeigte sie uns doch unsere Position mit einem Grad der Genauigkeit an, den wir schon seit einem Tag oder noch länger nicht mehr gewohnt waren. Ich ließ die Karawane alsbald in Marschordnung antreten und nachdem ich einmal an der Kolonne auf- und abgeritten war, um mich zu vergewissern, dass sie richtig aneinander geseilt war, gab ich den Befehl zum Weitermarsch. Wir folgten dem Maultierpfad, einem Zickzackkurs, nun nach links, nun wieder nach rechts, aber immerzu aufwärts und immerzu bedrängt und belästigt von langen Reihen aufsteigender und absteigender unbesonnener Touristen, die in keinem einzigen Falle aneinander gebunden waren. Ich war gezwungen, die äußerste Bedachtsamkeit walten zu lassen, denn an vielen Stellen war der Weg keine 2 Meter breit und oft fiel an der talwärts gelegenen Seite der schräge Felsenhang 2,5 oder gar 3 Meter tief ab. Ich musste den Männern immerzu Mut zusprechen, damit sie nicht ganz ihrer unmännlichen Furcht erlagen. Und dann standen wir endlich und wirklich auf dem Gipfel, und zwar ohne einen einzigen Mann verloren zu haben. Das Maultier, das den Sprengstoff fraß, ausgenommen. Unsere Großtat war getan, die Möglichkeit des Unmöglichen war bewiesen worden, und Harris und ich zogen stolz in den großen Speisesaal des Riffelberg-Hotels ein und stellten unsere Alpstöcke in die Ecke. Jawohl. Ich hatte den großen Aufstieg unternommen, aber es war ein Fehler gewesen, ihn im Abendanzug zu machen. Die Zylinder waren verbeult, die Frackschöße flatterten in Fetzen, der Schmutz bedeutete keine Zierde, der allgemeine Eindruck war unerfreulich und sogar unschicklich. Aber der Aufstieg war geschafft und die Namen und die Daten stehen nun dort auf einem Gedenkstein verzeichnet, der es allen zukünftigen Reisenden beweist. Ich kochte ein Thermometer ab und stellte die Höhe fest. Das Resultat war höchst verwunderlich. Der Gipfel lag nicht so hoch wie die Stelle am Hang, an der ich die erste Höhenmessung vorgenommen hatte. Da ich vermutete, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben, und schickte ich mich an, sie zu überprüfen. Und tatsächlich, es war eindeutig, je höher oberhalb eines bestimmten Punktes ein Punkt zu liegen scheint, desto tiefer liegt er in Wirklichkeit. War schon unser Aufstieg an sich eine Heldentat, unvorstellbar größer noch, war dieser Beitrag zur Wissenschaft. Übrigens, meine Gewehrsleute stimmen darin überein, dass man von keiner anderen zugänglichen Stelle aus eine solch gewaltige Anlage schneeiger alpiner Größe und Erhabenheit überblicken könne, wie die der Reisende auf dem Gipfel des Riffelberges vor sich sieht. Darum möge der Reisende sich anseilen und dort hinaufsteigen, denn ich habe bewiesen, dass es mit Mut, Umsicht und Besonnenheit zu schaffen ist. Den Triumph wollen wir kurz auskosten. We are the champions, my friend. We keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. Mit einem Reiseführer ist es etwas Merkwürdiges.
Sie haben ja soeben erlebt, was jemand durchzustehen hat, der den großen Aufstieg von Zermatt zum Riffelberg unternimmt. Bedecker jedoch macht folgende seltsame Angaben über dieses Unternehmen. Erstens, Entfernung, 3 Stunden. Zweitens, den Weg kann man nicht verfehlen. Drittens, Führer nicht nötig. Viertens, Zermatt, Höhe über dem Meeresspiegel 1611 Meter. Riffelberg Hotel, Höhe über dem Meeresspiegel 2570 Meter. Ich habe diese Irrtümer recht wirksam abgewürgt, indem ich ihm, Bedecker, die folgenden bewiesenen Tatsachen mitteilte. Erstens, Entfernung von Zermatt zum Riffelberg Hotel, 7 Tage. Zweitens, man kann den Weg verfehlen. Falls ich der Erste sein sollte, dem es gelang, dann möchte ich auch, dass es mir angerechnet wird. Drittens, Führer sind durchaus nötig, denn nur ein Einheimischer kann diese Wegweiser lesen. Viertens, die Schätzung der verschiedenen Höhen über dem Meeresspiegel ist ziemlich korrekt für Bedecker. Er verschätzt sich nur um 27.450 Meter. Nachdem meine Männer nun wieder bei Gesundheit und Kräften waren, erhob sich für mich nun die große Frage, wie ich sie wieder von dem Berg herunterbekommen sollte. Zuerst dachte ich an Ballons, aber diese Idee musste ich natürlich aufgeben, denn Ballons konnten nicht beschaffen werden. Ich dachte an verschiedene andere Beförderungsmittel, ließ sie aber bei näherer Überlegung alle wieder fallen, aus nämlichem Grund. Aber schließlich stieß ich auf die Lösung des Problems. Mir war bekannt, dass das Wandern der Gletscher feststeht, denn ich hatte es im Bedecker gelesen. Also beschloss ich, mich zur Fahrt nach Zermatt auf dem großen Gorner-Gletscher einzuschiffen. Vortrefflich. Die nächste Frage war, wie wir bequem zu dem Gletscher hinunterkommen konnten, denn der Maultierpfad war lang und gewunden und beschwerlich. Ich machte mich ans Überlegen und hatte mir bald etwas ausgedacht. Vom Gornergrat, einer fast senkrechten Felswand von etwa 350 Meter Höhe, schaut man unmittelbar auf den gewaltigen gefrorenen Fluss hinunter, der den Namen Gornergletscher trägt. Wir hatten 154 Regenschirme mit und ist ein Fallschirm nicht auch zuallererst und zuvörderst ein Schirm? Ich erwähnte diesen erhabenen Gedanken begeistert Harris gegenüber und wollte die Expedition gerade mit Regenschirmen auf dem Gornergrat antreten und sich zum truppenweisen Flug unter dem Kommando je eines Führers bereit machen lassen. Da hielt mich Harris zurück und bat mich dringend, die Sache doch ja nicht zu überstürzen. Seiner Ansicht nach, so sagte er, wäre es nicht gut, die ganze Abteilung zugleich von der Felskante springen zu lassen. Besser sei es, zunächst einmal nur einen Mann loszuschicken und abzuwarten, wie es ihm erging. Ja, ich begriff sofort, dass dies ein kluger Gedanke war. Ich dankte ihm von Herzen und bat ihn, seinen Regenschirm zu nehmen und die Sache unverzüglich auszuprobieren und mit dem Hut zu winken, wenn er unten ankam, falls er an einer weichen Stelle landete. Dieses Zeichen meines Vertrauens rührte Harris zutiefst. Gleichzeitig sagte er jedoch, er halte sich einer solchen in die Augen fallenden Gunstbezeigung nicht für würdig. Solche Bevorzugung, sagte er, könne sehr leicht zu Eifersüchteleien innerhalb des Expeditionskommandos führen. Nein, sagte ich, er müsse die Ernennung annehmen, es sei nun keine Bitte mehr, sondern ein Befehl. Er dankte mir überschwänglich. Er trat ab und kehrte alsbald mit seinem Regenschirm und vor Dankbarkeit flackernden Augen und vor Freude bleichen Wangen zurück. Gerade in diesem Augenblick kam der Oberführer vorbei. Harris' Gesicht nahm den Ausdruck grenzenlosen Zartgefühls an und er sagte, »Dieser Mann hat mich vor 4 Tagen grausam beleidigt und da wünschte ich in meinem Herzen, er werde noch einmal erkennen und bekennen, dass es nur eine einzige edle Rache gibt, die der Mensch an seinem Feind üben kann. Böses mit Gutem vergelten. Ich verzichte zu seinen Gunsten, ernennen Sie ihn.« Ich umarmte den großmütigen Mann und rief sogleich den Oberführer herbei und ernannte ihn auf der Stelle. Aber der Auftrag weckte keine Begeisterung in ihm. Er war ganz und gar nicht angetan von der Idee. Er sagte, »Mich an einen Regenschirm binden und vom Garnergrat springen? Entschuldigen Sie, aber es gibt eine Menge angenehmerer Wege zur Hölle als den.« Gut,
Nun mussten wir also doch über Land absteigen. Einen anderen Weg gab es ja nicht. Ich führte die Expedition den steilen und beschwerlichen Maultierpfad hinunter und bezog die bestmögliche Stellung mitten auf dem Gletscher. Denn im Baedeker stand, das Mittelstück wandere am schnellsten. Aus Gründen der Sparsamkeit stellte ich jedoch einen Teil des schwereren Gepäcks als Frachtgut an die beiden Ränder. Ich wartete und wartete, aber der Gletscher rührte sich nicht. Es begann zu dämmern, die Nacht brach herein, wir rückten immer noch nicht von der Stelle. Ja nun, ich musste das Beste aus der Lage machen. Also schlug ich die Zelte auf, pflockte die Tiere an, melkte die Kühe, aß zu Abend, setzte die Leute unter Opiumtinktur, teilte die Wache ein und ging zu Bett, nachdem ich befohlen hatte, dass man mich wecke, sobald Zermatt in Sicht war. Schlafen auf einem Gletscher. Einmalig. Eine Art Nachtzug. Ich wurde gegen 22:30 am nächsten Morgen wach und blickte mich um. Wir waren keinen Deut von der Stelle gerückt. Zuerst begriff ich es einfach nicht, aber dann wurde mir klar, dass der alte Kasten auf Grund gelaufen sein musste. Also fällte ich ein paar Bäume und machte ein Rundholz an Steuerbord zurecht und ein zweites an Backbord und vertat über 3 Stunden mit dem Versuch, uns flott zu hebeln. Aber es nützte nichts. Plötzlich tauchte der Baedeker auf und ich suchte gespannt nach dem Fahrplan. Da war kein Fahrplan. In dem Buch stand lediglich zu lesen, dass der Gletscher sich dauernd bewege. Das genügte, also klappte ich das Buch wieder zu und wählte einen Standort, von dem aus ich im Vorbeifahren die Landschaft besonders gut betrachten konnte. Dort stand ich eine Zeit lang und genoss die Reise, aber schließlich fiel mir auf, dass wir in der Landschaft eigentlich nicht so recht weiterkamen. Also schlug ich den Baedeker nochmals auf und schon bald stieß ich auf einen Satz, der blendendes Licht auf die Angelegenheit warf. Er lautete, der Gorner Gletscher legt durchschnittlich am Tag 2,5 Zentimeter zurück. Ich habe mich selten so schändlich behandelt gefühlt. Ich machte eine rasche Überschlagsrechnung. 2,5 Zentimeter am Tag, also etwa 8,5 Meter im Jahr. Geschätzte Entfernung nach Zermatt 2 bis 30 Kilometer. Fahrzeit auf dem Gletscher etwas mehr als 500 Jahre. Ich sagte mir also, da bin ich schneller zu Fuß. Und bevor ich solch einen Schwindel wie diesen hier unterstütze, gehe ich auch wahrhaftig lieber zu Fuß. Ich befahl den Männern, das Lager abzubrechen und sich zur Landreise nach Zermatt zu rüsten. Am nächsten Tag zogen wir in Zermatt ein und wurden mit verschwenderischsten Ehren und übergroßem Beifall empfangen. Eine von allen zuständigen Stellen unterzeichnete und besiegelte Urkunde wurde mir überreicht, die feststellte und bestätigte, dass ich die Besteigung des Riffelbergs unternommen hatte. Diese Urkunde trage ich um den Hals und sie wird mit mir begraben werden, wenn ich nicht mehr bin.